Hallo und herzlich willkommen zum großen Finale von Let's Build Newcrest. Woo! Ich kann es gar nicht glauben, dass wir beim letzten Haus der Let's Build Newcrest-Reihe angekommen sind. Es ist der Hammer. Ich habe eben mal nachgeguckt, das erste Haus der Let's Build Newcrest-Reihe kam am 23.12. im letzten Jahr. Das heißt, wir sind fast ein Jahr alt geworden mit dieser Hausbaureihe. Ich hätte damals nicht gedacht, als ich das angefangen habe, dass es so lange dauern würde. Da war ich ein bisschen naiv und überoptimistisch und dachte irgendwie, ich würde das viel schneller abschließen. Und so, ach ja, sind ja nur 15 Grundstücke. Wie schnell bauen sich 15 Häuser in den Sims? Und sie bauen sich überhaupt nicht schnell. Wir sind beim letzten Haus angelangt. Wir sind bei der letzten Nachbarschaft angelangt. Und für dieses Haus wollte ich nochmal sozusagen alle Register ziehen. Also ich habe mir hier sehr viel Zeit gelassen, das zu bauen. Ich habe hier einiges ausprobiert an Ideen, die ich mal so als Möglichkeit im Kopf hatte und irgendwann mal umsetzen wollte, wo ich dachte, das wäre vielleicht cool, und habe mir Mühe gegeben, das so originell wie möglich zu machen und es trotzdem natürlich auch in den Rest der Nachbarschaft einzufügen, dass das auch gut passt. Und wir haben hier wieder ein absolutes teures Luxushaus. Also ich habe ja schon mal Newcrest Mansion gebaut. Das ist, denke ich, von der Grundfläche her ein bisschen größer. Aber ich würde sagen, luxuriöser ist dieses Haus. Ich finde, es wirkt auch ein bisschen moderner. Wobei ich finde, auch die Nachbarschaft an sich wirkt auch an sich ein bisschen moderner als die, wo Newcrest Mansion drin steht. Also die zweite Nachbarschaft, die wir gebaut haben. Und ich habe hier sehr viel mit Brunnen gearbeitet, mit Licht, das ins Haus kommt. Also ich habe hier, das seht ihr nachher, mehr als einfach nur normale Fenster an der Seite vom Haus dran verwendet, sondern habe dann Teile der Wand, die nach außen gehen und wo Fenster drin sind, verwendet. Oder auch, wir haben einen Lichtschacht später durchs ganze Haus, also dass oben im Dach ein Stück offen ist und es so einen Fensterschacht gibt, mitten im Haus, der auch nochmal mehr Licht reinbringt. Und wir haben hier eine sehr interessante Form. Und zwar haben wir einmal die Form vom Haus selbst, aber teilweise ist der Außenbereich, den wir hier um das Haus drumherum haben, in die Hausform selbst so ein bisschen mit eingeschlossen. Es ist irgendwie nicht so ganz klar, wo das Haus anfängt und der Garten aufhört. Und es ist so ein bisschen einfach, ja, Teil, also einfach so ein Ganzes, so das ganze Grundstück, nicht nur das Haus selbst. Und wir haben hier zum Beispiel jetzt draußen so nochmal einen Teil, der an für sich einzeln stehend ist, wo eine Sauna und ein Whirlpool drin sind. Und der ist aber auch über Balken an der Decke nochmal mit dem Rest des Hauses verbunden. Wir haben hier wie so einen kleinen Terrasseninnenhof nochmal, wo wir auch einen Baum haben und wo dann von innen ein ganz schöner Blick entsteht, wenn man dann in dem Haus drin ist und raus zu diesem Baum schaut, was sehr, sehr einfach grün und modern und sehr, ich weiß nicht, ich finde, es wirkt einfach sehr ausbalanciert dadurch, dass man nicht so viel einfach nur kalte Oberflächen hat und so weiter, sondern eben so dieses Grüne, viel Wasser und so noch dabei hat. Ich musste hier einiges rausschneiden bei dem Hausbauvideo, einfach weil ich habe im Moment ziemlich Probleme mit dem Hochladen, also ihr merkt es vielleicht gar nicht so sehr im Moment, weil ich häufig die Folgen schon einige Tage bevor sie veröffentlicht werden von den Let's Plays aufnehme. Das heißt, wenn es mit dem Hochladen nicht klappt, habe ich immer noch einen Tag danach sozusagen, wo ich es nochmal probieren kann. Und häufig lade ich die über Nacht hoch, dass sie sehr viel Zeit haben zum Laden. Aber ich hatte es in letzter Zeit schon ein paar Mal, dass Uploads von zu langen Videos wirklich abgebrochen sind. Und das ist halt einfach ärgerlich und so weiter. Und deshalb habe ich es hier so weit gekürzt, dass es eben, ja, in einem Stück hochlädt, weil ich wollte das Video nicht in zwei Teile teilen, weil ich dachte so, das ist das Newcrest-Finale, das letzte Haus, das möchte ich gern in einem Stück haben und nicht irgendwie in zwei Teilen. Und ich möchte es aber gleichzeitig auch hochladen können, logischerweise. Also deshalb habe ich einiges rausgeschnitten. Ich habe aber darauf geachtet, dass es trotzdem irgendwie nachvollziehbar sein müsste, was ich da gemacht habe. Und manche von den Sachen, die ihr jetzt nicht im Video selbst seht, seht ihr dann in den Screenshots. Und also als ich das Filmmaterial, was ich von diesem Haus
hatte das erste Mal einfach nur in mehrfacher Geschwindigkeit in der Videodatei drin hatte, war dieses Video noch eine Stunde lang. Also wir haben hier sehr viel rausgeschnitten. Vieles davon ist auch einfach Zeug, wo ich was probiert habe, was ich dann doch nicht übernommen habe, was mir dann doch nicht gut genug war für das Haus oder was nicht so sehr dazu gepasst hat. Also ja, so kam es dazu, aber deshalb springen wir hier manchmal so ein bisschen im Film hin und her. Und ja, das Haus ist ansonsten ja sehr ähnlich zum Rest der Nachbarschaft. Wir haben hier sehr kubistische Formen, wir haben dieselben Wandstrukturen, also wir haben auch hier wieder diese Fliesen von Wellnesstag, wir haben wieder das helle Holz und wir haben wieder dieses Türkis. Und es ist teilweise, finde ich, von außen sieht es größer aus, als es von innen ist. Also wir haben drin, jetzt muss ich selbst mal überlegen, wir haben 4 Schlafzimmer. Ich finde, es sieht von außen aber so aus, als könnte es deutlich mehr geben. Und wir haben außerdem hier noch einen Fitnessraum und einen sehr eigenartigen Bereich auf dem Dach, der so ein bisschen so eine Meditierecke sein könnte. Das wurde ein bisschen skurril dann. Das, was ich damit vorhatte, das seht ihr aber später auch noch. Da habe ich mal was ausprobiert. Ich bin mal gespannt, wie euch das gefällt. Und ja, wir haben kein Büro, aber ihr könntet sehr leicht eins der Schlafzimmer in ein Büro umwandeln oder den Fitnessraum in ein Büro umwandeln. Das wäre kein Problem. Und ja, hier arbeiten wir so ein bisschen noch an den Fenstern. Die Seite rechts jetzt vom Haus, also die Seite, die sozusagen von der Nachbarschaft weg zeigt, ist jetzt so die, wo ich sagen würde, die ist am uninteressantesten. Alle anderen Seiten des Hauses sind sehr viel irgendwie mehr daraus ausgerichtet, gut auszusehen. Und die andere ist jetzt ein bisschen funktionaler vielleicht. Aber ja, und es ist auf jeden Fall sehr darauf geachtet, dass viel Licht überall hinkommt, was ich echt schön finde in Häusern. Und im Moment, seht ihr jetzt noch, hatten wir das Treppenhaus mit so 2 Treppen nach oben. Das ändert sich aber nochmal sehr. Ja, hier ändere ich gerade sehr viel, deswegen ist es ein bisschen schwierig zu beschreiben, was ich mache. Hier kommt jetzt die Treppe hin, wie sie am Ende auch sein wird. Wir haben wie so einen kleinen Raum, der zum Treppenhaus wird. Und da haben wir dann am Ende diesen Lichtschacht auch, wo vom Dach bis nach ganz unten das Licht durchs Haus durchfällt. Und damit eben auch Räume in der Mitte des Hauses mehr Licht bekommen. Weil das finde ich ein bisschen schwierig bei sehr großen Häusern, dass man am Ende in der Mitte sehr viel Raum hat, wo nicht viel Licht hinkommt. Und ich finde einfach künstliches Licht selbst in Sims nicht schön. Also ich fände es schon im echten Leben nicht schön, irgendwie Räume zu haben ohne irgendwie wirklich Fenster oder nur mit irgendwie einem kleinen Fenster für einen sehr großen Raum. Und auch in Sims ist es irgendwie was, wo ich denke, nein, das kann man besser machen. Und hier oben die sozusagen dritte Etage, das ist kein richtiger Raum, das ist mehr wirklich so ein eingegrenzter und überdachter Dachterrassenbereich. Und hier, glaube ich, bauen wir jetzt unseren Lichtschacht. Ja, das seht ihr jetzt nicht im Film selbst, aber da habe ich dann auch später Kletterpflanzen hochwachsen lassen, so als Idee, weil er halt, ja, es eigentlich ein Außenbereich ist, nur eben in der Mitte vom Haus. Nicht begehbar, dafür ist es auch einfach zu klein. Aber ihr seht jetzt hier, dadurch kann sehr viel Licht nochmal in den Bereich fallen. Und eben auch in ein Schlafzimmer, was noch weiter unten ist. Und ich finde, durch die Kletterpflanzen, die wir dann an die Fenster auch platzieren, hat es dann auch genug Privatsphäre, dass man nicht von oben dann bei der Person irgendwie unten ins Zimmer reingucken kann. Und ja. Genau. Ja. An Hausbauvideos in nächster Zeit wird es dann einfach mehr von den Hausbauvideos geben, die ich bisher gemacht habe, wenn sie nicht in der Let's Build Newcrest-Reihe waren. Ich habe es auch im letzten Hausbauvideo schon gesagt oder im letzten Newcrest-Hausbauvideo schon gesagt, es gibt jetzt erstmal keine neue spezifische Baureihe, wo ich irgendwie sage, ich baue jetzt die und die Welt nach. Einfach auch, weil ich jetzt erstmal froh bin, dass ich das mal zu Ende gebracht habe. Und ja, es einfach auch doch mehr Arbeit war, als ich gedacht hätte. Und ja, hier oben, was ihr gerade gesehen habt, da haben wir dann später so einen Barbereich. Also das ist eigentlich ein ja vergrößerter Flur, von dem man aber auch in das Stockwerk darunter zum Esszimmer schauen kann und zur Küche. Und da kommt dann wie so ein kleiner Partybereich hin. Das ist auch eigentlich ganz praktisch, weil man direkt von der Haustür aus direkt zur Treppe kommt, wo es nach oben geht. Das heißt, wenn man da Gäste empfangen wollte, müssten die einem nicht erst durchs ganze Haus laufen. Und hier ist jetzt
ein Teil vom Außenbereich. Wir haben hier einmal wie so ein Außen-Wohnzimmerbereich, also mit Sofas und so weiter, und einmal einen Außen-Essbereich mit eben einem Tisch und einer Grillecke. Und das habe ich teilweise als Idee bekommen durch einfach ein paar Bilder, die ich auf Twitter gesehen habe. Es sieht im Endergebnis ganz anders aus, aber so die Grundidee war davon. Und ich habe die Bilder leider nicht mehr gefunden, sonst hätte ich sie euch gerne gezeigt. Aber ich weiß nicht, wo sie hin sind. Ich habe sie nicht nochmal gesehen. Aber ja, so ehrlich sieht es am Ende auch nicht mehr aus. Es war halt nur so, wie ich drauf gekommen bin. Und hier färben wir wieder mit unseren ganz normalen Newcrest-Belägen ein. Ihr seht hier beim obersten Stockwerk habe ich vor allem so einen Bewachsung, nein, Grünbewuchs so vom Dach gehabt. Das mache ich irgendwie ganz gerne. Ich finde, das sieht irgendwie dann sehr modern und fortschrittlich aus, wenn irgendwie viel Grün und Pflanzen und so weiter in das Haus so mit kooperiert werden. Mit kooperiert, das ist auch nicht richtig. Ich kann heute nicht reden. Ich sage das in sehr vielen Hausbauvideos, ist mir aufgefallen. Ich kann heute nicht reden. Vielleicht sollte ich sagen, ich kann generell nicht reden, aber ja, hin und wieder klappt es doch. Vielleicht sollte ich es dann irgendwie so. Guckt mal, heute kann ich sprechen. Das wäre auch nett. Und hier haben wir jetzt so einen kleinen überdachten Teil, da kommt später der Whirlpool rein. Ist ja auch direkt am richtigen Pool und daneben ist die Sauna. Das fand ich ganz praktisch. Also so von der Idee her, dass man da in die Sauna gehen könnte und danach sich irgendwie im Pool abkühlen könnte und so. Das ist ja auch, je nachdem, wenn man in irgendwie so Wellnessbereichen von Hotels ist und so weiter, ist das ja auch ganz häufig so, dass in der Nähe der Sauna nochmal irgendwie ein Pool oder irgendwie sowas in der Art ist, wo man sich abkühlen kann. Und ihr seht hier vielleicht auch, was ich gemeint habe, dass man teilweise nicht so weiß, was gehört noch zum Haus dazu und was nicht mehr. Und wir sind jetzt gerade gesprungen zur Küche. Und ihr seht hier rechts haben wir auch einen Teil, wo die Fenster so im Prinzip in die Form vom Haus reingehen. Und wir dann ein Stück Brunnen da haben, was ich finde auch sehr schön aussieht. Und auf der anderen Seite haben wir den Baum in dem Art Innenhof. Und ich finde, dass gerade in den Screenshots seht ihr das später, dass das Haus gerade von innen dadurch wirklich sehr gut wirkt. Und ich habe die Küche wieder ein bisschen industrieller gemacht, einfach weil ich die Theken so gerne habe und weil ich so frustriert bin mit den anderen Theken, die wir im Moment im Spiel haben. Und ich habe hier was versucht, das habe ich auch mal irgendwo auf Twitter gesehen, und zwar so einen Tisch für Barstühle an die Theke so überlappend dran zu bauen, sodass es sozusagen auch nochmal wie so einen kleinen Essbereich, wie so einen kleinen Thekenbereich gibt. Das fand ich ganz cool. Und ja, ich fand die Idee sah cooler aus, als so wie es in Sims dann tatsächlich aussieht, aber es sah immer noch gut genug aus, dass ich es behalten habe. Und hier in der Ecke haben wir dann nochmal, wie im Moment in meinen Küchen immer, eben so eine Regalecke. Ich finde auch einfach alle Objekte, die wir aus Dineout bekommen haben, für die Küchen sehen so cool aus. Also die Zitronen und Limetten und so weiter in den Gläsern. Und ich finde, das sieht so irgendwie frisch und appetitlich aus alles. Ich platziere das ganz viel und hier haben wir irgendwie die Ampelkombination aus, ich weiß nicht, Chilischoten ist es, glaube ich, irgendwie Peperoni. Sieht so ein bisschen so aus, wenn man ranzoomt, und ein paar Kochbücher und sonst jede Menge Gewürze, damit die Sims hier auch schön kochen können. Und ja, ich habe mir auch mal noch mal so ein bisschen rückblickend die anderen Häuser angeschaut, die ich in Newcrest gebaut habe. Und obwohl ich die ersten Häuser, die wir da haben, auch immer noch mag, muss ich schon sagen, ich glaube, ich habe mich doch auch verbessert in der Zeit, was mich sehr gefreut hat, weil ja, irgendwie so Verbesserung ist sowas. Das ist so, das habe ich geschafft. Da freue ich mich drüber. Und es wird auch noch einen kleinen, ja, wie Art Trailer geben von Newcrest, also wo wir mal eine Kamerafahrt durch die drei Nachbarschaften machen und ich euch nochmal so ein bisschen zeige, was da alles dazugehört. Leider war das teilweise mit der Bildqualität ein bisschen schwierig, also mein Computer schafft nicht die sehr hohen Grafikeinstellungen. Und das heißt, teilweise werden dann die Fenster im oberen Stockwerk nicht angezeigt bei manchen Häusern, oder irgendwie Pflanzen erscheinen erst, wenn man näher dran zoomt und so. Das ist ein bisschen schade, aber ich finde, man sieht trotzdem noch, dass die Idee von Newcrest, und so schlimm fand ich es dann auch nicht. Also hoffe ich, dass das für euch dann auch kein Problem ist. Und hier haben wir einen offenen Esswohnraum.
Der ist noch offener, als man jetzt sieht, weil eben auch ein Teil der Decke noch offen ist und man dann zu der Barecke nach oben schauen kann. Und auch hier habe ich wieder einige Objekte aus Wellnesstag verwendet, einfach weil das zum Stil wirklich gut passt. Und ihr seht hier nochmal sehr schön den Baum rechts im Bild und wie die Idee davon war, also dass man wirklich diesen Blick auf das Grüne vom Haus nochmal sehr nah da dran hat und nochmal sehr viel Licht auch dadurch reinkommt, dass man eben da nochmal die ganze Fensterfront hat. Und der Baum gibt natürlich gleichzeitig auch ein bisschen Privatsphäre, dass man nicht so sehr ins Fenster reingucken könnte. Und hier habe ich mich entschieden, die Fliesen ein bisschen einzugrenzen und ja, dafür im Essbereich mit dunklem Holzboden zu gehen. Was finde ich auch ein schöner Kontrast zu den hellen Wänden und den hellen Fliesen ist. Gerade auch dadurch, dass es sonst hier sehr hell ist, also viel Licht reinkommt. Ich habe das jetzt schon 100 Mal gesagt, finde in diesem Hausbau, wie, ja, es kommt hier viel Licht rein. Ich glaube, ihr habt das verstanden. Aber deshalb fand ich halt auch den dunklen Boden recht angemessen, weil es dadurch eben nicht duster werden kann, weil eben, ja, ansonsten alles okay ist. Und dann haben wir hier eine kleine Spiegelecke. Ich habe in diesem Haus so viele Spiegel und Bilder verwendet irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich hätte irgendwie eine ganze Erweiterung nur an Bildern nochmal neu hier verwenden können. Und natürlich, dieses Haus wurde auch gebaut, bevor Sims wie Haustiere rausgekommen ist und auch bevor wir das neue Patch hatten mit der Möglichkeit, Objekte zu verkleinern. Wobei ich auch finde, dass gerade Haustiere jetzt auch nicht so gut vom Stil her zu Newcrest gepasst hätte. Also von daher ist das auch nicht so tragisch. Und ich meine, die Objekte irgendwie ein Haustier an sich zu haben, passt natürlich vom Stil her in jedes Haus und in das natürlich auch. Da könntet ihr wahrscheinlich auch ganz leicht nachrüsten, wenn ihr das wolltet. Und hier haben wir jetzt außen eine kleine Grillecke. Da machen wir nachher auch noch ein bisschen was ich mir von Deliquacy abgeguckt habe, wie so einiges, was ich hier baue, manchmal von Deliquacy inspiriert ist oder von anderen Leuten. Und zwar haben wir hier so eine Lampe, wo wir dann so einen Farn drin integrieren, dass es so ein bisschen aussieht wie ein hängender Blumentopf oder irgendwie sowas in der Art, eine Hängepflanze, was ich finde sehr, sehr schön aussieht in Verbindung mit dem Holz und dem Fliesenboden. Und hier haben wir die Ecke mit der Sauna, die wir jetzt einrichten. Und es ist eigentlich ganz cool, weil wir haben eine Glastür an der Sauna. Das heißt, es kommt Licht rein, aber die Glastür geht direkt Richtung Wand und da ist kein Fenster. Das heißt, es ist trotzdem sehr gesichert von Blicken. Ich meine, eigentlich ist es den Sims ja egal, aber so, ich denke da dran. Ich finde, es macht mehr Spaß, wenn man ein Haus so baut, dass es auch irgendwie gut durchdacht ist, wenn es das wirklich gäbe. Und hier haben wir das Wohnzimmer. Ich habe hier noch zwei Fenster mehr eingefügt, weil ich den Kamin so ein bisschen einrahmen wollte davon. Und ja, ich habe hier auch nicht den größten Fernseher gewählt, weil das sonst ein bisschen komisch ausgesehen hätte mit den beiden Nischen, mit den Fenstern. Dann wäre das irgendwie so, als wäre der dazwischen so eingequetscht. Und wir haben hier ansonsten auch tendenziell eher neutralere Farben, also nicht so sehr quietschig, laut und bunt. Aber das hatten wir ja in ganz Newcrest mehr oder weniger, also vor allem jetzt in den letzten beiden Nachbarschaften. Und ich habe diesen Teppich aus dem Basisspiel nochmal für mich wieder neu entdeckt. So, ich bin nie ganz von diesem Teppich weg, weil ich finde, er ist einfach praktisch, weil er in sehr neutralen Farben kommt und so. Aber bei diesem Haus irgendwie war es nochmal sehr so ein Comeback von diesem Teppich. Und dann haben wir hier eine kleine Ecke mit einem Computer. Wir haben später noch ein Schlafzimmer mit einem Computer, aber das sind die einzigen beiden Computer in dem Haus. Aber dann, wie gesagt, ihr könntet ganz leicht ein Schlafzimmer oder den Fitnessraum nochmal in ein Büro umwandeln. Das wäre auch bestimmt kein Problem. Und ja, oder halt eure Sims kommen mit zwei Computern aus. Das ging natürlich auch. Und ja, ganz viele Bilder aus Großstadtleben, einfach weil die sehr schön modern sind und mir die Farben gefallen. Und hier oben kommt eine Ecke, die ich persönlich echt schön finde in dem Haus, und zwar die kleine Barecke, die auch sehr süß am Ende wird. Und auch hier haben wir wieder Wellness-Tag ohne Ende, auch von den Farben und vom Stil her. Und hier haben wir so einen kleinen Bereich von Fenstern, die keine Nische sind, in dem die Fenster drin sitzen, sondern eigentlich ein Teil, der aus der Wand rauskommt. Was ich auch jetzt nicht so häufig mache, weil ich finde, normalerweise sieht es ein bisschen merkwürdig aus von außen, aber da die Seite, wo wir das gemacht haben, ohnehin nicht so die ja, Seite war, von der sich das Haus am meisten präsentieren sollte, habe ich das einfach so mal gemacht, weil es von innen einfach sehr schön aussieht. Und überall in diesem Haus wieder diese Lampen vom Fitness-Stuff-Pack.
einfach weil das meine Lieblingslampen sind und die mit den Wänden zusammen sehr schön gehen. Und hier rechts seht ihr, wo die Treppe dran ist. Da haben wir diesen Lichtschacht, wo jetzt auch die Kletterpflanzen drin sind, der dann ja sich durchs ganze Haus zieht und man dadurch dann auch noch mal ein bisschen mehr Fenster hat, die platziert werden. Ich sage nicht wieder mehr Licht. Ich glaube, ich habe es jetzt wirklich oft genug gesagt. Aber es freut mich so, dass ich das gemacht habe, weil es war irgendwie eine Idee, die ich schon häufiger versucht habe. Ja, jetzt seht ihr es wirklich gut, umzusetzen. Und bis jetzt sah es immer merkwürdig aus. Wahrscheinlich auch, weil es nur Sinn ergibt in wirklich großen Häusern. Weil sonst hat man ja ohnehin, ist man immer nah genug zur Wand, dass man da Fenster hat. Und das hat gut funktioniert. Und dann haben wir hier so einen kleinen Flur, der einmal sozusagen um diese Öffnung nach unten einmal drumherum geht. Und hier haben wir das größte Schlafzimmer. Das habe ich jetzt deutlich maskuliner eingerichtet, als ich das normalerweise mache. Einfach so, mir war mal danach und ich habe irgendwie in letzter Zeit auch recht viele Schlafzimmer und vor allem recht viele moderne Schlafzimmer gebaut, weil ich jetzt die letzten Häuser von Newcrest recht nah beieinander gebaut habe und irgendwie so das, was ich immer mache, langsam so, ich gedacht habe, so muss auch mal was anderes machen als das, was du sonst immer tust. Und deshalb kam dieses Schlafzimmer zustande. Hier habe ich einen neuen Spiegel gebastelt und zwar aus diesem Bild aus Sims 4 Vampire und den Basisspielspiegeln. Ich glaube, das war auch nicht meine Idee im Ursprung. Ich glaube, irgendwer hat das schon mal gemacht. Ich habe nur vergessen, wer es könnte, dieses Sim Supply gewesen sein. Und ja, hier haben wir eine kleine Ankleideecke und dann noch mit ein paar Stühlen und so weiter und ein paar Sitzmöglichkeiten und dann ist es auch das Schlafzimmer. Und dann haben wir noch ein eher feminineres mit viel Hellblau und Gelb und noch ein Schlafzimmer für zwei Kinder und noch ein Schlafzimmer, was ja meiner Einschätzung nach ein Teenager-Schlafzimmer wäre, wahrscheinlich von einem eher rebellischeren Teenager mit irgendwie Vorliebe für Musik vielleicht. Und ja, ihr könntet hier. Ich muss gerade mal überlegen. Sieben Sims unterbringen? Ja. Also wenn immer die Doppelbetten von zwei Sims geteilt würden, könnten hier sieben Sims wohnen. Und ihr könntet natürlich den Fitnessraum in noch ein Schlafzimmer umwandeln. Dann hättet ihr ein Acht-Sim-Haus. Das ist ja auch nicht schlecht. Und ja. Und ich habe hier tatsächlich mal Vorhänge verwendet. Es ist der Hammer, ne? Ich weiß. Wobei, ich habe. Jedes Mal, wenn ich Vorhänge verwende, sage ich so, boah, ich habe Vorhänge verwendet. Aber ich mache es in letzter Zeit ganz oft. Also sollte ich vielleicht aufhören, immer darauf hinzuweisen, weil es gar nicht mehr so ungewöhnlich ist, wenn ich es mache. Ach ja. Ich hatte heute irgendwie einen merkwürdigen Tag. Es war hier, wo ich wohne. Es war so neblig, dass ich fast an der Ausfahrt, aus der ich raus muss, wenn ich halt zu mir nach Hause will, vorbeigefahren wäre. Es war so neblig, man hatte wirklich vielleicht noch so 20 Meter Sicht oder so und alle sind nur noch irgendwie so 40, 50 gefahren auf der Straße und man hatte so Nebelschwade an Nebelschwade, die wirklich so gegen die Scheibe klatscht. Man dachte sich, wow, kommen jetzt die Dementoren oder was passiert? Es war so merkwürdig und ich fahre eigentlich nicht so gerne in so Wetter, weil halt man sieht nicht so viel und das ist irgendwie ein bisschen unheimlich und ja, aber ich habe es gut nach Hause geschafft. Und ja, sonst, ich war heute von 8 bis 18 Uhr an der Uni. Ich bin so froh, Feierabend zu haben jetzt. Also so, es war so ein langer Tag und es war so frustrierend, weil ich bin mit nichts, was ich machen wollte, fertig geworden, obwohl ich so lange da war und so viel gemacht habe. Und es war einfach nur so ein, man kommt nicht von der Stelle und es war schrecklich. Aber jetzt bin ich froh, dass ich zumindest Newcrest heute abschließen kann. Das macht das doch eigentlich schon fast wieder wett. Und hier haben wir jetzt das Hauptschlafzimmer. Wir haben nicht das Hauptschlafzimmer, das Hauptbadezimmer. Wir haben hier, jetzt müsste ich auch mal zählen, zwei, vier. Ich glaube, vier Badezimmer haben wir hier. Zwei unten, davon ist ein Gästebadezimmer und eins so ein ans Schlafzimmer anliegende Schlafbadezimmer. Und dann haben wir hier oben noch eins für den. Für das größte Schlafzimmer, für das Hauptschlafzimmer und dann hier nochmal so ein Familienbadezimmer. Und ja, wir haben hier auch viel Platz. Und jetzt kommt hier noch das etwas femininere Schlafzimmer und noch das Schlafzimmer für die beiden Kinder. Und im feminineren Schlafzimmer, ja, habe ich mal mit Gelb mehr gemacht. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Gelb irgendwas ist, was ich in letzter Zeit nicht so viel für Schlafzimmer gemacht habe, sondern wenn vielleicht so für Wohnzimmer und Küchen und so. Aber
Hier fand ich es auch mal ganz cool. Und die Zimmer sind jetzt nicht so groß dafür, dass das Haus so riesig ist. Einfach weil sehr viel für diesen Hauptraum unten auch drauf geht und hier eben auch für diesen Barbereich mit dem Flur und dem Bereich, wo man nach unten durchschauen kann und so. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass hier entweder ein Teenager drin wohnen könnte oder, was ich auch als Idee hatte, wäre vielleicht, dass sich der Herr des Hauses und die Dame des Hauses vielleicht gar nicht so gut verstehen und getrennte Schlafzimmer haben. Also, dass im Hauptschlafzimmer jetzt nur noch der Mann schläft und hier vielleicht die Frau oder irgendwie in einem Schlafzimmer ein Mann und hier ein anderer Mann oder Frau und Frau, wie auch immer. Aber halt so, dass die Leute vielleicht irgendwie nur so zum Schein noch da zusammen wohnen als Familie und dann vielleicht eigentlich eigene Wege gehen. Weil ich finde, obwohl es auch ein Teenagerzimmer sein könnte, dass es eigentlich schon ein eher erwachseneres Zimmer sein könnte. Also jetzt vielleicht abgesehen von der Lampe, die wir jetzt rechts im Bild haben, die ist vielleicht ein bisschen verspielter und kindlicher. Aber ansonsten finde ich, ist es eher ein bisschen erwachsen vom Stil her. Also das hatte ich so als Gedanken. Und würde vielleicht auch erklären, warum sich hier in diesem Riesenhaus zwei Kinder ein Zimmer teilen, weil an für sich hätte man ja genug Platz. Vielleicht liegt es ja daran, dass die Kinder zusammenziehen mussten, weil ein Zimmer mehr gebraucht wurde. Das könnte sein. Und ja, wir haben hier für die Größe des Hauses auch wieder ein eher kleineres Schlafzimmer. Die Kinder haben jetzt auch nicht so furchtbar viel Spielzeug. Ich meine, es ist immer noch viel, aber halt im Vergleich, wie groß der Rest des Hauses ist. Aber die können sich ja auch irgendwie woanders im Haus auch noch aufhalten. Also von daher ist nicht so tragisch. Und sie haben auf jeden Fall einen schönen Blick nach draußen, weil sie haben im Prinzip an jeder Seite außer einer Fenster. Und unten ist der Pool und dann ist der Rest von Newcrest da und sie können ganz viel gucken. Also das ist eigentlich cool. Und haben dann irgendwie noch Spielsachen und eine Vi Violine. Und ja. Das ist das Kinderzimmer. Ich mag diese Betten total. Ich weiß gar nicht mehr, womit die kamen, ob das Kleinkinder-Accessoire-Pack war, aber ich verwende die gar nicht so häufig, weil die Farben so knallig sind. Und irgendwie manchmal traue ich mich nicht, diese knalligen Farben zu verwenden, weil die nicht so gut mit den anderen Objekten, die wir für Kleinkinder haben, zusammengehen. Und hier haben wir das Schlafzimmer und da seht ihr auch den Schacht von oben, der jetzt hier auch dem Schlafzimmer nochmal mehr Licht geht und vor allem auch dem Badezimmer ein Fenster gibt, das sonst gar kein Fenster hätte. Und hier habe ich irgendwie einen Teenager im Kopf gehabt, der vielleicht nicht so, ich sage jetzt mal, schickimicki ist wie der Rest der Familie und alles lieber in Schwarz und irgendwie sehr cool haben möchte und Musik hört. Und vielleicht ist das irgendwie eigentlich ein Bandposter über dem Bett, obwohl es ein Gemälde ist, aber so könnte ja sein. Und ja, hat dann sein eigenes Badezimmer hier. Und das ist dann auch sehr schlicht und schwarz. Und hier links das Fenster, das ist auch von diesem Schacht vom Dach. Also sonst hätte das Badezimmer hier gar kein Fenster. Also das ist ganz cool, dass dafür ein Fenster da ist. Und hier haben wir jetzt beim Dach noch diesen komischen Entspannungs-Yoga-Teil. Ich habe diesen Teil ehrlich gesagt erstmal nur gebaut, weil das Haus von außen ohne obendrauf noch was irgendwie komisch ausgesehen hat. Und dann ist es jetzt so eine Entspannungsdachterrasse. Und ich habe die Treppe aber doch richtig mit einer Tür auch abgeriegelt oben, weil man sonst ja eigentlich so die Kälte und so weiter von oben hätte, die dann ins Haus reinzieht, realistischerweise. Also habe ich das mal ein bisschen so geschlossen. Und hier haben wir jetzt die Sauna und daneben den Whirlpool als Außenbereich. Also auch das ist sehr cool. Und da habe ich dann noch ein bisschen dekoriert, auch mit vor allem Objekten aus Wellnesstag, glaube ich. Ach ja, genau. Ich habe hier noch so zwei Wasserfälle, die man an die Wand platzieren kann, an den Whirlpool dran gemacht. Also hat man dann da auch eine schöne Geräuschkulisse mit fließendem Wasser. Und genau. Da seht ihr jetzt mal von nahem dem Pool und dem Baum. Und jetzt hier rechts seht ihr im Blickfeld, da ist auch der Fitnessraum. Die ist jetzt auch nicht so groß, aber halt so, dass alles, was man da brauchen könnte, gut hier reinpasst. Und dann haben wir hier noch die Landschaftsgestaltung, die auch mehr oder weniger genauso ist wie im Rest von Newcrest auch. Ich mag die aber auch wirklich. Ich finde gerade die ganz vielen grünen Pflanzen mit den großen Hortensien passen gut zusammen. Und dann mit diesen kleineren orangenen Pflanzen, die das nochmal so ein bisschen wärmer machen als Bild, echt cool. Und hier habe ich den Baum, irgendwie wollte ich mehr integrieren in diese Auffahrt und irgendwie meine Stimme geht langsam weg. Moment, ich habe mir zur Vorsicht mal einen Tee mitgebracht, falls das passiert.
Also wenn die nächste Woche nicht so viele Let's Plays kommen sollten, dann liegt es vielleicht daran, dass ich die nicht aufnehmen konnte, weil mir die Stimme weggeblieben ist. Das kann vielleicht sein. Ich hoffe mal, ich kann sie aufnehmen, weil ich will weiterspielen, weil wir ja jetzt einen Fuchs haben im Let's Play und ich will mit dem Fuchs spielen. Ja. Und ich habe im Moment in der Uni so viel zu tun, dass ich es irgendwie nicht so vor mir rechtfertigen kann, wenn ich jetzt viel Sims spiele, ohne was aufzunehmen, weil es ist ja nicht so, ja, ich mache das ja für YouTube, deshalb ist das ja, ne, nicht nur so irgendwie faul gewesen, aber nein. Irgendwie entweder Let's Play aufnehmen oder gar nicht Sims spielen im Moment. Und hier die Rückseite haben wir dann auch noch mal ein bisschen mehr geschmückt. Und wir sind schon in den Screenshots. Hier seht ihr die Rückseite des Hauses. Die finde ich auch echt schön zusammengekommen ist. Hier haben wir die Küche, die auch so ein bisschen eingerahmt ist von den Fenstern, die nach draußen führen. Hier seht ihr das Esszimmer und wie es dann diesen Blick freigibt auf den Baum und den Pool. Hier haben wir das Wohnzimmer, das ich glaube ich in der Endgestaltung gar nicht gezeigt habe im Video selbst. Hier ist auch ein Teil, den ihr im Video nicht gesehen habt. Das ist der Außensitzbereich. Einfach auch nochmal mit den Couches und so. Hier haben wir den Fitnessraum. Da ist auch jetzt nicht so viel drin. Es ist recht einfach gehalten, aber ich finde halt gerade einen Blick nach draußen echt schön. Hier haben wir den Flur oben. Und hier haben wir die Bar davon und auch rechts diese Wand mit den Kletterpflanzen. Hier haben wir das Hauptschlafzimmer in eher maskulineren Farben, also auch das Silber ist eher kühl und sonst halt dunkelblau. Hier haben wir das femininere Schlafzimmer von den Farben her mit viel hellen Farben und halt diesem Gelb, was das Ganze nochmal wärmer macht. Hier haben wir das Schlafzimmer von den beiden Kindern mit diesem riesengroßen Puppenhaus. Ich hätte das so cool gefunden, als Kind so ein Puppenhaus zu haben. Hier haben wir den äußeren Grillbereich. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!